Und damit herzlich willkommen zum nächsten Songcheck-Video vom ESC. Beim letzten Mal habe ich Griechenland analysiert und jetzt geht's weiter mit Moldawien. Ich will kurz noch was vorneweg nehmen. Es wurde ein Wunsch geäußert, ob ich auch nochmal Bilder oder ein Bild von den jeweiligen Kandidaten zeigen kann. Dem Wunsch gehe ich natürlich nach und werde euch jetzt zu jedem Land immer noch ein Bild von der Band oder von dem Sänger oder Sängerin präsentieren, damit ihr euch ungefähr schon mal so ein Bild machen könnt. Ich hoffe aber trotzdem, ihr nutzt die Links dann in den Videobeschreibungen und hört euch diese Song dann auch nochmal genauer an. Das empfehle ich euch ja, sonst könnt ihr eigentlich auch nicht mitreden. Es sei denn, ihr kennt die Songs schon und seid schon richtige Eurovision-Freaks wie ich auch. Und dann wollte ich noch was loswerden, und zwar war die Bewertung von den Songs. Da hatte ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt, so eine Rangliste zu erstellen, also meine Top 43 Songs, das kann ich irgendwie nicht. 43 Songs sind mir einfach viel zu viele, um da irgendwie eine Rangliste zu erstellen, weil da einfach zu viele Songs dabei sind und zu Songs dabei sind, die jetzt etwas schlechter sind, und dann kann ich das irgendwie nicht richtig einordnen. Und deshalb habe ich mir so das gedacht, um das die Songs letztendlich dann doch zu bewerben, dass ich jeden Song nach dem Eurovision Punktesystem bewerte, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 12 Punkte. Also jeder Song bekommt dann nochmal eine persönliche Wertung, die wirklich nur auf meinen eigenen Musikgeschmack zutrifft, also nicht der von der Allgemeinheit. Natürlich werde ich immer noch dann Grund sagen, wie es bei der Allgemeinheit aussieht, aber da werde ich keine Punkte, separaten Punkte vergeben, sondern wirklich nur meine eigene objektive Meinung vergeben. Und dann halt eben noch als Nachtrag zu den vorigen Songs zu Finnland vergebe ich 4 Punkte. Die Gründe hab ich ja erklärt, und zu Griechenland gebe ich 5 Punkte. Und jetzt mache ich eben weiter mit Moldawien. Moldawien ist der 3. Startplatz im 1. Semifinale und wird in diesem Jahr vertreten von der Lydia Isiak. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Da kann ich immer keine Garantien geben. Also da wird es noch mehrere Namen jetzt hier beim ESC geben, wo ich etwas Probleme mit der Aussprache habe. Also entschuldigt mich dafür. Lydia Isiak mit dem Song Falling Stars. Und ich habe mir, wie versprochen, das Bild rausgesucht. Da haben wir sie. Ja, ist natürlich eine Frau. Und ja, der Song. Der Song heißt Falling Stars und ist eigentlich so eine klassische Popnummer. Ich musste also ein bisschen in die Historie wieder gehen von Moldawien. Die sind jetzt noch gar nicht so lange dabei, glaube ich. Aber die haben eigentlich auch schon mal so ein paar verrückte Auftritte da schon gehabt. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an so eine trommelnde Großmutter auf der Bühne oder einen Auftritt mit irgendwelchen so komischen Hüten oder keine Ahnung Kopfbedeckungen. Ich glaube, das war sogar die gleiche Band gewesen, die da in unterschiedlichen Jahren Moldau da beim ESC vertreten hat. Also das waren so Auftritte, die ich in Verbindung mit Moldau so habe. Und ansonsten hat die jetzt eigentlich auch wirklich nicht so viele Highlights gehabt. Und dieses Jahr versucht man es irgendwie mit so einer klassischen Popnummer, die von einem Schweden, glaube ich, produziert wurde. Also wenn man weiß, dass, was die Schweden bezüglich Popnummern drauf haben, dann kann das ja eigentlich gut sein. Aber diese Nummer klingt halt einfach irgendwie zu eingängig irgendwie. Die kann man im Radio spielen und die denken, wenn man die Nummer hört, denkt man, diesen Song hat man irgendwie schon 1000 Mal irgendwo gehört. So ähnlich zumindest. Natürlich, beim ESC darf natürlich kein Song geklaut werden irgendwie oder eine Kopie sein. Aber man denkt irgendwie, der Song, den hast du schon mal irgendwo gehört. So ging es mir. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Könnt ihr ja auch in die Kommentare schreiben, ob das auch so eine voll eingängige Radionummer ist. Natürlich, im Radio kann das funktionieren. Aber auf der Eurovisionsbühne geht sowas, glaube ich, unter. Und auch die Bühnenperformance von diesem Song war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, dass sie total aus der Reihe läuft. Eine Stimme, eine außergewöhnliche Stimme hat sie eigentlich auch nicht. Und ja, da muss ich dann wieder so ein bisschen auch hier im Fall der Allgemeinheit sprechen. Das ist dieser Song, denke ich, auch im Halbfinale auf der Strecke bleiben wird. Kann ich mir durchaus vorstellen. In den letzten beiden Jahren ist Moldau auch im Semifinale gescheitert. Vor 3 Jahren weiß ich nicht. Also die letzten beiden Jahre weiß ich ganz genau. Und ja,
Von Maulda erwartet man meiner Meinung nach auch so wirklich so etwas verrücktere, so ausgefallenere Nummern, wie ich das eben angesprochen habe. Deswegen bin ich halt wirklich etwas enttäuscht von dem Song. Wie gesagt, eine klassische Popnummer hat irgendwie auch keine großen Highlights, keine außergewöhnlichen Sängerin. Die Performance, weiß ich nicht, was sie da in Stockholm präsentieren werden. Also so viel kann man da auch nicht an Performance rausholen an dem Song. Also ganz ehrlich, nee. Ich denke mal, das wird auf der Strecke bleiben, wieder im Halbfinale, um jetzt wieder von der Allgemeinheit zu sprechen. Und irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, ich habe es wieder verdrängt und ich werde es, glaube ich, auch wieder eher zum Ende kommen. Das meine ich damit. Zum einen kann ich mehr, zum anderen weniger sagen. Aber ich habe es vergessen jetzt, was ich noch irgendwas erwähnen wollte. Ja, genau, also es ist ja auch mal so ein bisschen das Problem, wer stimmt für das Land, nicht? Dieses Jahr haben wir ja, ist ja das erste Mal das neue Punktesystem. Auch da werde ich, glaube ich, auch nochmal ein extra Video dazu machen, dieses neue Punktesystem beim ESC, wie ich das so finde und so weiter. Und da wird ja Jury und Televoting gesplittet. Und finde ich eigentlich ganz gut, damit man so Null-Punkte-Debakel wie letztes Jahr von Deutschland und Österreich verhindert, dass man, da kann eigentlich fast keiner ohne Punkte ausgehen. Und das hat jetzt mit Moldau zu tun. Ich muss jetzt wieder den Kontakt dazu herstellen. Und zwar kommt es ja auch immer beim ESC drauf an, wer stimmt für das Land. Also da gibt es wirklich zum Beispiel die Balkanländer und zum Beispiel Serbien, Kroatien, Bosnien und wer da alles dabei ist, die schieben sich ja auch immer gegenseitig die Punkte zu. Das ist ein Phänomen beim ESC, das ist nun mal so. Und auch beim russischen Land, zum Beispiel Russland, Weißrussland, da weiß ich, da gibt es immer Hin- und Hergeschiebe bei den Punkten. Und ja, bei Moldau ist es der Fall, dass die so Rumänien so als Punkteschenker eigentlich immer haben. Also die geben sich eigentlich meistens auch immer die höchste Punktzahl. Und das Problem ist aber in diesem Jahr, dass Rumänien in dem anderen Semifinale vertreten ist. Und da wird es doch sehr, sehr schwierig für Moldawien, da überhaupt an Punkte zu kommen. Also das meine ich damit. Ich denke, dass der Song auch eher im hinteren Bereich da im ersten Halbfinale abschneiden wird. Also vielleicht sogar 17., 18., vielleicht auch den letzten Platz, ich weiß es nicht. Also ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und vergebe jetzt meine Punkte. Wie gesagt, klassischer Popsong kann man gut im Radio hören, aber auf der ESC-Bühne ist das nichts Besonderes, meiner Meinung nach. Und vergebe daher 4 Punkte für Moldawien und beim nächsten Mal geht es mit dem nächsten Land weiter. Bis dann, ciao.